Anfangen. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich bin Frau Mazumba und ich bin auf dieser Station als Ärztin tätig und oder gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Habe ich hier ein Verständnis dabei? Ja, das ist in Ordnung. Wie heißen Sie genau? Mein Name ist Werner Hagedorn. Werner, können Sie bitte Ihr Vorname einmal langsam buchstabieren? Den Vorname? Ja. Werner ist WERNER. Und Ihr Nachname nochmal bitte? Nachname war Hagedorn, HAGEDORN. RN. Danke. Und wie alt sind Sie? Ich bin 68 Jahre. Können Sie bitte Ihr Geburtsdatum genau sagen? Ja, das ist der 12. Januar 1951. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,81 Meter. 1,81 Meter. Und wie viel wiegen Sie? Ich wiege 75 Kilogramm. Und wo wohnen Sie, Herr Hagedorn? Ich wohne in München. München. Alles klar. So. Warum sind Sie ins Krankenhaus gekommen? Ja, also ich habe jetzt schon seit langer Zeit, also seit mehreren Monaten, bestimmt schon einem Jahr, habe ich so Probleme, dass ich mich so schwach fühle und keine Energie habe. Und ja, meine Familie sagt immer, ich wäre so blass. Und ich habe auch an Gewicht verloren. Genau. Und auch mein Stuhl ist ein bisschen komisch. Ihr Stuhl, meinen Sie? Ja, genau, mein Stuhlgang ist komisch. Und seit wann haben Sie diese Beschwerden bemerkt? Ja, also bestimmt seit einem Jahr Seit einem ungefähr. Jahr. Ja, immer so etwas schlimmer geworden. Und können Sie mir genau beschreiben, wie diese Beschwerden aufgetreten sind? Ja, also wie gesagt, es ging langsam los, dass ich mich schwach gefühlt habe und immer mehr an Gewicht verloren habe. Und dann habe ich mich jetzt mal vorgestellt hier. Haben Sie wegen dieser Beschwerden schon bei einem anderen Arzt gewesen? Nee, ich war noch bei keinem anderen. Und außerdem dieser Beschwerden, haben Sie irgendeine andere Beschwerden? Ich habe noch so Schmerzen im Rücken. Schmerzen im Rücken. Ja, genau, also im Kreuz, in der Lendenwirbelsäule. Da war ich auch schon ein paar Mal beim Orthopäden, aber der hat nicht so richtig was gefunden. Und seit wann haben Sie diese Rückenschmerzen? Ja, seit ein paar Monaten. Ein paar Monaten. Ja, vielleicht so 3 bis 4 Monate. Und können Sie diese Schmerzen genau beschreiben? Sind die Schmerzen dumpf oder stechend oder brennend, drückend? Die sind eher dumpf. Dumpf. Ja. Und strahlen die Schmerzen in einem anderen Körperregion aus? Nein, die strahlen nicht aus, die sind nur da im Rücken. Und gibt es eine bestimmte Auslöser für diese Schmerzen? Nee, kann ich eigentlich nicht sagen. Also, nein. Und sind die Schmerzen dauerhaft oder gehen sie wieder weg auf? Ja, also die sind mal stärker und mal schwächer, aber manchmal merke ich sie auch nicht, aber die kommen immer wieder. Und mit Verlauf der Zeit haben diese Schmerzen an Intensität zugenommen oder abgenommen? Die haben etwas zugenommen, Zugenommen. aber es ist auszuhalten.
Und nehmen Sie irgendeine Schmerzmedikamente gegen diese Schmerzen? Nein, da nehme ich nichts dagegen. Gibt es etwas, das die Schmerzen verbessert oder verschlechtert? Nein, da würde mir nichts einfallen, nein. Und haben Sie etwas probiert, diese Schmerzen zu lindern? Ich habe schon mal Kälte raufgetan und mal ein Wärmekissen, aber das hat alles nicht so richtig geholfen. Wie gesagt, der Orthopäde konnte mir auch nicht helfen. Und im Rückenbereich haben Sie ein Taubheitsgefühl oder Kribben? Nein, das sind nur die Schmerzen. Haben Sie eingeschränkte Bewegung bemerkt wegen dieser Nein, Schmerzen? nein, bewegen kann ich mich wie immer. Und haben Sie während Laufen diese Schmerzen auch? Bitte, können Sie das nochmal wiederholen? Während Laufen haben Sie diese Schmerzen auch? Treten diese Schmerzen auch auf während Laufen? Ja, aber ja, also in Ruhe oder im Laufen oder auch im Liegen, Es die ist dann können immer da. eigentlich immer auftreten. Und wie viel Hallo? Ja, Moment. Ah, tut mir leid. War gerade weg. Peter, du bist wieder weg. Und wie viel Wegstrecke können Sie ohne diese Schmerzen laufen? Also die Schmerzen, die schränken mich nicht ein. Die werden durch das Laufen nicht schlechter. Wie gesagt, die sind auch in Ruhe da. Und Sie haben gesagt, dass es gibt ein, Sie haben Schwierigkeiten beim Stuhlgang. Genau. Und was haben Sie Ungewöhnliches bemerkt? Naja, der ist sehr unregelmäßig. Also manchmal habe ich auch 2, 3 Tage überhaupt keinen Stuhlgang und dann mal wieder sehr viel. Und der ist auch manchmal sehr schleimig. Und ja, es ist auch hin und wieder Blut dran. Auch mit Blutisch. Ja, aber also ich habe auch Hämorrhoiden, das ist schon bekannt, vielleicht kommt es ja davon. Und diese Schwierigkeiten beim Stuhl haben Sie auch seit letztem einem Jahr? Ja, so ungefähr. Haben Sie Fieber? Also ich messe nicht, aber ich fühle mich auch nicht so. Und haben Sie Übelkeit oder Erbrechen oder Durchfall bemerkt? Also Durchfall, wie gesagt, das hatten wir ja gerade schon, Übelkeit, Erbrechen nicht. Und sind Ihnen Schwindel oder Schweiß vor den Augen aufgefallen? Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Und wie ist der Appetit? Oh, ja, der ist eigentlich ganz gut. Also ich esse wie immer. Aber wie gesagt, ich habe auch doch abgenommen. Abgenommen, Ja. ja. Und wie viel haben Sie abgenommen? Also jetzt im letzten Jahr bestimmt 12 bis 13 Kilo. 12 bis 13. Und haben Sie Schwierigkeiten, ein- oder durchzuschlafen? Ja, also manchmal bin ich dann auch nachts, werde ich ganz nass und so und schwitzt das ganze Bett voll. Da wache ich dann natürlich auf. Und haben Sie Nachtschweiß oder Kaltschweiß bemerkt? Ja, also ich denke, Nachtschweiß trifft das ganz gut. Wie gesagt, da ist dann das ganze Bett nass. Haben Sie Schmerzen beim Stuhlgang?
Das tut manchmal ein bisschen weh, ja. Aber wie gesagt, ich habe ja auch Hämorrhoiden. Vielleicht kommt das daher. Und sonst noch etwas Gewöhnliches haben Sie bemerkt? Bauchschmerzen oder? Nein, nein, eigentlich nicht. So, leiden Sie unter irgendeiner anderen chronischen Erkrankung, von denen ich wissen sollte? Ja, also seit 6 Jahren habe ich Zucker. Blutzucker. Genau, Diabetes. Und Hämorrhoiden haben Sie schon gesagt? Genau, Hämorrhoiden sind Hämorrhoiden. bekannt. Ja. Und irgendeine andere Erkrankung? Meine Nieren sind etwas kaputt, also ich habe eine Niereninsuffizienz. Auf welches Stadium müssen Sie? Zwei wurde, glaube Zwei. ich, gesagt, ja. Und irgendeine andere Erkrankung, Herr Hagedorn? Ich hatte mal Probleme mit einer Herzklappe, da habe ich dann so eine neue Klappe bekommen, einen Klappenaussatz. Und warum haben Sie neue Herzklappen bekommen? Das war vor 9 Jahren. Aber warum? Wegen welcher Krankheit? Oder Die Klappe, die war einfach zu ein klein, Klapp. also Super. genau, also die war ja altersbedingt, war die wohl verkalkt. Und seit wann haben Sie Niereninsuffizienz? Die habe ich jetzt seit 11 Jahren ungefähr. Und sind Sie schon irgendeine andere Erkrankung? Nein, das war's dann. Und sind Sie schon einmal operiert worden? Wie gesagt, nur diese Klappenoperation. Und nehmen Sie regelmäßige Medikamente ein? Ja, ein paar Tabletten nehme ich. Welche können Sie bitte sagen? Also ich nehme Metformin. 1000 Milligramm dreimal am Tag. Und? Und dann nehme ich Ramipril. 20 Milligramm einmal am Tag. Und dann einmal am Tag diese ASS 100. ASS. Alles klar. Und gegen Hämorrhoiden nehmen Sie irgendeine Schmerzmedikamente oder? Nein, das halte ich aus, da nehme ich nichts dagegen. Und haben Sie Allergie gegen etwas? Allergien sind nicht bekannt, nein. Nicht bekannt. Und sind Sie gegen alle Ihre Kinderkrankheit geimpft? Soweit ich weiß, ja. Und so, rauchen Sie? Ich rauche ja, also so, ja. Ungefähr 10 Zigaretten am Tag. 10 Zigaretten am Tag. Und seit wann rauchen Sie? Ungefähr seit 50 Jahren. 50 Jahre. Ja, Sehr lang. früher habe ich auch eine Schachtel am Tag geraucht, aber das ist schon weniger geworden. Und trinken Sie auch Alkohol? Ja, hin und wieder. Also so 2, 3 Mal die Woche trinkt man schon was. Zwei, dreimal. Und wie viel Flasche trinken Sie? Ja, dann so 4 bis 5 Bier am Abend. 4 bis 5. Und nehmen Sie sonstige Drogen, wie zum Beispiel Cannabis oder Marihuana, Nein, Heroin? nein, sonst nehme ich nichts. Nein. Und leben Ihre Eltern noch? Die leben nicht mehr, nein. So, gibt es in Ihrer Familie irgendeine wichtige chronische Erkrankung, von denen ich wissen sollte? Also meine Mutter hatte einen Morbus Crohn. Mein Vater ist an Magenkrebs gestorben. Und
meine Großmutter hatte auch Zuckerkrank. Großmutter. Und haben Sie Geschwister? Ich habe keine Geschwister. Sind Sie verheiratet, Herr Hagedorn? Ich bin verwitwet, meine Frau ist verstorben. Und woran ist sie gestorben? Die hatte einen Schlaganfall, den hat sie leider nicht überlebt, vor 4 Jahren. Und haben Sie Kinder? Ja, wir haben 3 Kinder. Und alle sind gesund, alle Ihre Kinder sind gesund? Die sind soweit gesund, ja, da ist nichts Schlimmes. Und haben Sie irgendeine Probleme in Ihrer Familie, die Sie im Moment belasten? Nein, also meine Kinder kümmern sich eigentlich noch ein bisschen um mich, dass es alles in Ordnung ist. Ah, okay. Und arbeiten Sie noch, Herr Hagedorn? Nein, ich bin in Rente. Und haben Sie Haustiere? Haustiere haben wir nicht, nein. Und wohnen Sie allein? Ich wohne alleine, ja. Und können Sie sich auf alle Ihre tägliche Arbeit gut konzentrieren? Ja, ich habe ja nicht viel zu tun, aber das klappt alles. Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? Och, naja, also ich lese gern. Ansonsten macht man mal einen Spaziergang und abends gucke ich dann noch ein bisschen fern oder so und trinke ein Bierchen. Und fühlen Sie manchmal gestresst, oder? Nein, Stress habe ich nicht. So, ja. Das war alles von meiner Seite. Und gibt es noch etwas, das Sie mir sagen wollten? Ja, also was haben Sie denn noch mit mir vor? Was machen Sie denn für Untersuchungen? Und muss ich hier bleiben oder wie ist jetzt der Plan? Aufgrund dieser Symptomatik, die Diagnose ist nicht sehr klar. Deswegen ich würde empfehlen, weitere Untersuchungen zu machen und weitere Untersuchungen zu machen. Aber zuerst möchte ich Ihnen körperliche untersuchen und dann möchte ich ein paar Blutabnahmen machen und wegen Ihrer Magen-Stuhl-Problem ich möchte ein Abdomen-Sonographie, Abdomen-Ultraschall-Untersuchungen machen und wenn diese Untersuchungen nicht ausreichend sind, dann können wir weitere Untersuchungen machen, eine sichere Diagnose zu stellen. Aber ich würde Ihnen empfehlen, für ein bisschen Zeit hier bei uns zu bleiben. Okay, was heißt ein bisschen Zeit? Vielleicht 2 bis 3 Stunden. Ach so, so schnell geht das, okay. Und Sie haben gesagt Abdomen-Ultraschall, was ist denn das? Haben Sie diese Untersuchungen schon gemacht? Also sagt mir jetzt nichts, kann ich nichts damit anfangen. Also es ist eine Sonographie, es ist auch bezeichnet als Ultraschalluntersuchung. Es ist ein risikoloses, bildgebendes Verfahren. Damit kann man auf schmerzfreie Weise und ohne Belastung von Strahlung viele innere Strukturen ihres Körpers untersuchen. Bei der Untersuchung wird ein Gel als Kontaktmittel auf Ihre Haut gestellt und darauf wird der Ultraschallkopf gesetzt. Der Ultraschallkopf sendet Ultraschallwellen, die die Wellen werden von der Körpergewebe entweder absorbiert oder reflektiert und die reflektierten Wellen werden dann von den Ultraschallkopf empfangen und auf einen Bildschirm dargestellt.
Diese Untersuchung dient als erstes diagnostisches Verfahren zur Feststellung von Fehlererkrankungen und sowie zur Verlaufskontrolle. Okay, und dieses Abdomen, was Sie gesagt haben, was ist das? Mit Abdomen, ich meine Bauchraum Ach und der so, den. Bauchviole, ja. Ah, okay. Ah, alles klar. Okay, gut, dann warte ich, bis wir die Untersuchungen gemacht haben, ne? Ich habe sonst keine Fragen im Moment. Ja, Sehr danke. gut. Ja, Vielen Dank. so, das war ziemlich umfangreich, ne? Die Anamnese, und sie hat auch viele Fragen gestellt. Oder was denkst du, Tommy? Ja, also sie hat sehr detailliert gefragt, das ist mir Mhm. aufgefallen. Ich fand, es war auch ja sehr ordentlich und sehr sortiert. Also sie hat sich da eine sehr gute Struktur geschaffen. Also Okay. hätte vielleicht noch mal fragen können, ob ich vielleicht schon mal eine Darmspiegelung hatte oder so, ob da schon mal vor ein paar Jahren Genau. was gemacht Weil wurde, weil das. wenn Vater über Magenkrebs oder Darmkrebs verstorben ist, dann das Risiko von dieser Erwerbs, also Krankheit, diese Polyposis und alles, die sind sehr hoch. Und da kann man so, und der Patient ist so 86 Jahre alt, und da kann das schon sein, dass er 68. 68, oder? Okay, ich habe das falsch geschrieben. Aber ja, trotzdem, so, das ist über 55, glaube ich, das ist das Risikogebiet. Da kann man so, da gibt es ja regelmäßig Spiegelungsindikationen, also Prophylaxe, also Vorsorge. Okay, Genau, aber genau. sonst hat sie das Was? sehr, sehr detailliert und sehr umfangreich gemacht. Richtig. So, ich würde aber Peter fragen. Peter, was war deine Diagnose hier? Du hast gesagt, das ist nicht so, also klar. Vielleicht, es konnte auch ein Fall von Magenkrebs, aber auch ein Fall von Morbus Crohn sein. Ein chronischer Aha. Darmerkrankungen. Okay. Wir besprechen diese Gewichtverlust-Sache und restliche Vegetativ-Symptome mit Morbus, Verbindung mit Morbus Crohn oder Darmkrebs später in Fallbesprechung. Aber ich würde hier fragen, wenn Patient sagt, Herzklappenersatz, und in Medikament gibt keine Antikoagulation an. Ja. Aber ASS ist da. Sorry? ASS, ASS. nein, ASS ist nicht der richtige. Also, da kann sein, kann sein. Aber da muss man so fragen, welcher Klappenersatz? Ah, Weil, okay. Ja. ja, wenn das mechanische Herzklappenersatz ist, erstmal, ob der Patient weiß, ob das so Aortenklappenersatz ist oder Mitralklappenersatz. Ja, der Patient, wenn er so 86 ist, wahrscheinlich weiß er schon, kann er erklären. Und dann, zweite Frage ist das mechanisch oder ist das biologisch? So, in biologisch ASS reicht, aber wenn das mechanisch Herzklappe ist, dann reicht das nicht. Dann braucht er also irgendwelche andere Medikamente, das ist Novax oder Marcomar und alles. Okay. Gut, aber bei anderen Kollegen ist das aufgefallen in Anamnese. Was konnte man verbessern hier? Omkar, was denkst du? Nein, fast alles, was richtig, alles war richtig, ne? Also Aber? Fieber hat er auch nicht, ne? Hier hat er nicht gehabt. Ja, Kein weil Fieber, keine vorher Übelkeit, keine Erbrechen, kein Synkop, kein Schwindel. Okay. Weil ich habe ich. dachte, Arpita, warum hast du wegen Schwindel und Synkop gefragt? Normalerweise, warum? Ich dachte wahrscheinlich, weil der Patient so blutiger Stuhl angegeben hat, denn du hattest Verdacht auf so Blutungsanämie, und deswegen hast du über Schwindel und Synkop gefragt. Aber das hast du nicht gedacht, oder? Nein, Ja, nein. okay. Gut. Und andere, was sagt Prem? Ich glaube, das war sehr gut. Aber nein, gut ist, wir haben das schon festgestellt, das war gut an Anamnese, aber wir suchen jetzt Kritikpunkt. Keine andere Kritik. Ja, gut. Gulfam? Ja, von meiner Seite auch keine Kritikpunkte, eine große, so. Das war ziemlich gut. Okay, gut. So, wir suchen weitere Kritikpunkte während unserer Fallbesprechung, so Fallvorstellung. Wir werden das nicht so leicht so gehen lassen. Aber gut, so allgemein war das gut, alle sind zufrieden mit dieser Anamnese. Und ja, also ich bin auch so ziemlich zufrieden. Okay. Gut, dann machen wir dritter Fall. Und dritter Fall lasse ich Omkar dann.